Ja, ich bin der übliche Bürger, der auch Fernsehen und Rundfunk nutzt und auch täglich die Tageszeitung liest. Auch über Internet bin ich also immer wieder informiert, also glaube ich schon. Ja, denke schon. Ja, auf jeden Fall. Man wächst da rein. Ich würde sagen, durch ältere Geschwister, Eltern und durch eigene Erfahrungen experimentieren. Ja, so ganz grundsätzlich wird einem das vielleicht in der Schule ein bisschen beigebracht. Sonst wüsste ich, hätte ich ehrlich gesagt keine Ahnung so richtig, wo man das lernen könnte. Über das Smartphone zu Hause, über den Computer, Laptop, Tablet. Ja, wo erlernt man das? Ja, eigentlich selbst zugeeignet, ja. Und natürlich in den Schulen wird ja auch darüber gesprochen, aber das ist bei mir natürlich schon sehr lange her. Also ich glaube, dass die Medien heute schon eine starke Stellung haben. Dass man sich mit den verschiedenen Medien auskennt, die gut unterscheiden kann, damit gut umgehen kann, auch gut rausfiltern kann, was sind wichtige Medien, welchen kann man wie vertrauen. Wenn ich im Alltag damit klarkomme, grundsätzlich erstmal, aber auch, also ich bin Student und auch im Rahmen des Studiums, also alles, was einem begegnet, wenn es PowerPoint-Präsentationen sind, die man erstellen soll. Wenn es einfach der Umgang mit dem Smartphone ist, man weiß, wie man bestimmte Probleme lösen kann. Also vor allem Problemlösungsfähigkeiten würde ich als Medienkompetenz fassen. Doch, ich denke schon, dass ich das erkennen würde, weil ich etliches hinterfrage und mir da Gedanken zu mache. Ja, an dem gewählten Inhalt und an den Medien, das es verbreitet. Ja, da bin ich also schon sehr kritisch, wenn ich also im Internet unterwegs bin. Und also ich möchte mich nicht davon freisprechen, da mal reinzufallen. Aber was zu reißerisch aufgemacht ist, da bin ich also sehr skeptisch. Ja, ich denke, die meisten schon. Klar gibt es bestimmt welche, die super gut gemacht sind, wo man dann nicht so wirklich mit klarkommt, aber ich denke schon an sich, ja. Ja, die Zeiten haben sich geändert, die Medien haben sich geändert. Für uns war es in Kinderzeiten also nicht möglich, über ein Handy zu verfügen, über einen Computer. Also die Zeit ist schnelllebiger geworden und ja, ich würde auch sagen, die Medien sind andere geworden. Ja, auf jeden Fall. Einfach dadurch, dass der Umgang mit Medien viel häufiger wird, dass Kinder immer früher Smartphones besitzen, glaube ich, dass die meisten Kinder wesentlich medienkompetenter sind als ihre Eltern. Naja, also im Grunde genommen schon, weil die junge Generation hat auch vielleicht viel mehr Medien mitkriegt als die ältere. Es sind teilweise ja auch andere Medien, wo auch dann viel mehr, sag ich mal, Quatsch dabei ist. Aber ich denke schon, dass im Grunde genommen die junge Generation da kompetenter ist, ja. Ja, ich denke schon, dass es wichtig wäre, das einigermaßen zu beherrschen, um da nicht im Dschungel der Medien sich komplett zu verirren und dann, sag ich mal, vollkommen nicht mehr zu wissen, so was wahr ist, was nicht. Ich glaube, es ist schwer, sich vollständig davon abzuschotten, das schon. Aber eine Notwendigkeit liegt dann im Auge darin, was man als notwendig betrachtet. Aber ich glaube, es ist schon schwer, so ein ganz normales Leben in Deutschland zu führen, wenn man keine Medienkompetenz hat. Um da vernünftig mit umzugehen, wie ich eben schon sagte, einen vernünftigen Pegel zu finden zwischen Nutzen und Überflüssigkeit, Wissen auch mal aus anderen Medien zu ziehen, nicht nur aus dem Internet, sondern auch mal wirklich ein Buch in die Hand nimmt, Nachrichten guckt, die Umwelt beobachtet, was die Leute so ringsherum erzählen und machen und tun, finde ich schon sehr wichtig. Ja, das glaube ich schon. Vor allen Dingen, dass sich auch die heutige Jugend kritisch mit den Medien auseinandersetzt und nicht alles als glaubwürdig einstuft, sondern also auch die Medien kritisch hinterschaut.